Herzlich willkommen bei der Ghostwriter Agentur GWriters. In diesem Video schauen wir uns einmal das Promotionsstudium im Überblick an. Selbst wenn Sie nicht unbedingt vorhaben, als Forscher Karriere zu machen, bringt ein Doktortitel natürlich berufliche Vorteile mit sich, die an sich selbsterklärend sind, worauf wir hier allerdings noch einmal eingehen. Grundsätzlich haben Sie mit einem Doktortitel natürlich bessere Aufstiegschancen, da Sie einfach in Positionen reinkommen, die eine gewisse Qualifikation voraussetzen, an die Sie sonst vielleicht nicht kommen würden. Weiterhin verbessert der Doktortitel Ihr Ansehen. Es ist natürlich immer noch etwas Prestigeträchtiges und teilweise auch für gewisse Kontakte, die Sie vielleicht knüpfen möchten, relativ wichtig, um einen besseren Einstieg zu haben. Und nach dem Promotionsstudium haben Sie eben durch die Qualifikation einfach bessere Verdienstmöglichkeiten, weil Sie direkt in höhere Positionen einsteigen können. Wir sehen also, ein Doktortitel bringt auch abseits des Weges als Forscher durchaus viele umfangreiche Vorteile eben mit sich. Nun stellt sich bei den meisten angehenden Doktoranden die Frage, promoviere ich intern oder extern? Eine interne Promotion kommt auch in der Regel eben auf dem Weg zum Forschen in Frage. Dabei bleiben Sie dann an Ihrer Uni, haben schon Ihren festen Doktorvater in der Regel. Sie haben bereits ein Verhältnis zur Universität, stehen vielleicht sogar schon in einem Anstellungsverhältnis als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder in welcher Form auch immer und knüpfen eigentlich an der Forschung in der Regel Ihres Doktorvaters an. Der andere Weg, der in der Regel von Menschen, die jetzt nicht unbedingt die Aspiration haben, in der Forschung zu bleiben, beschritten wird, ist die sogenannte externe Promotion. Dabei schaut man sich eben nach dem Masterstudium, nach einer geeigneten Universität oder Hochschule um, an der man promovieren kann. Gerade für berufstätige Menschen ist dies attraktiv, da es auch berufsbegleitende Promotionen gibt, durch die man eben seine eigenen Karrierechancen unheimlich steigern kann. Und wir haben da inzwischen auch wirklich eine sehr, sehr große Auswahl, ein sehr breites Spektrum an Universitäten und Hochschulen, die eben die Promotion auch für externe Studenten anbieten. Das ist teilweise auch im Ausland. Gerade in UK haben wir einige sehr hochwertige Universitäten, an der sich ein PhD lohnt oder eben auch der sogenannte DBA, den Sie eben spezialisiert mit hohem Praxisanteil für Ihre berufliche Karriere nutzen können. In beiden Bereichen empfehlen wir Ihnen sowieso, sich vor der Promotion einmal beraten zu lassen. Das heißt, nehmen Sie eine Promotionsberatung in Anspruch. Das muss nicht immer nur sein im laufenden Prozess der Promotion, wo Sie dann kleinere oder größere Probleme haben, bei denen Sie Hilfe brauchen, sondern eben, wie gesagt, auch schon davor. Vielleicht haben Sie keinen so richtigen Eindruck, wo die Reise hingehen soll und brauchen da nochmal einen akademischen Experten, der Ihnen Hinweise gibt. Dabei können wir Ihnen gerne helfen. Wenn Sie also Fragen haben, dann scheuen Sie sich nicht. Fragen Sie einfach bei uns an, entweder schriftlich oder greifen Sie zum Hörer und unser Team freut sich auch auf jeden Anruf. Vielen Dank und ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.